Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die wunderschöne Alpenmap Neu-Midibrunn und ich fahre jetzt den Lambo wieder zurück zum Hof, weil ich habe einige Ballen hochgebracht zu unserer neuen, ja zur neuen Schafsfarm, möchte ich fast sagen, zu unserem Schafstall. Denn ich habe gleich mal noch ein bisschen Heu hochgebracht und eingeworfen. So sind die lieben Tierchen jetzt mit 100%. Ja, ich sage mal, versorgt. So, wir fahren runter wieder zum Hof. Dort unten werden wir uns dann auch erstmal noch um unsere anderen Tiere kümmern. Ich glaube, die Kühe brauchen noch ein bisschen was und auch unsere Schweinchen brauchen noch ein bisschen was an Material. Und dann sieht es auch schon fast so aus, als wären wir für diesen Monat erstmal durch, weil ich wüsste jetzt nichts direkt, was wir noch diesen Monat dann machen müssten. Aber wir müssen schauen, dass die Tierchen gut versorgt sind, denn als nächstes wäre dann eventuell schon angesagt die Ernte, die Maisernte, und damit müssen wir mal gucken, ob uns das, was bei den Schweinen ist, nämlich das Basisfutter, ist ja der meiste, ob uns das reicht. Das werden wir jetzt dann gleich mal schauen, wenn wir wieder am Hof sind. So, von links ist frei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann hier mal rein und dann hier rum. Dann bringen wir erstmal den Ballenwagen wieder unter das Schleppdach. Okay. Huch, stopp mal. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich hier gegen die Mauer fahre. So, und dann schauen wir mal ganz kurz nach. Falls ihr nämlich die letzte Folge nicht gesehen habt und verpasst habt, dass wir jetzt auch Schafe am Start haben. So, hier sind wir nämlich, hier oben, da wo wir unsere kleine Forstwirtschaft aufgebaut haben. Wir müssen die Geräte ja auch noch ein bisschen wegräumen, ne? Da haben wir ja eine kleine Halle, da können wir die dann reinpacken. Und hier werden wir dann, wie gesagt, unsere Forstwirtschaft dann weiter betreiben. Wie sieht es denn eigentlich aus? Aber ich glaube, ich habe es letzte Mal schon geschaut, gell? 11,60 Meter. Naja, ich bin mal gespannt, wann die hier ausgewachsen sind. So, da sind unsere ersten 20 Schafe am Start. Und ich habe da vorhin noch Heu gebracht. Und das Heu wird auch tatsächlich genommen. Ihr seht es, 1300 Liter. Das ist das, was jetzt im Moment Maximum ist. Und die Schäfchen sind schon mal bei 10%. Aber da ist leider noch nichts. Naja, wir werden es abwarten können. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere Schafe an der Produktion. So, da drüben habe ich dann ein paar Ballen hier eingelagert und dann habe ich aber festgestellt, dass da irgendwas zu sein scheint. Hier glaube ich, irgendwie Sachen schweben. Irgendwie ist hier ein bisschen der Boden zu hoch. Aber nun gut, sei es drum. Ja, man merkt es auch, wenn man reingeht. Ein kleines bisschen hebt man ab. Sei es drum. Es passt soweit. Soll mich nicht weiter stören. Wir gehen wieder zurück zum Hof. Da werden wir jetzt uns in den Fend setzen. Und dann werden wir mal wieder ein bisschen Futter mischen für unsere Kühe. Ja, heute kümmern wir uns mal, wie gesagt, um unsere Tiere, damit es denen gut geht, bevor wir dann in den nächsten Monat wechseln, in den September und so langsam dann in den Herbst kommen. So, den stellen wir wieder mal hierher. Dann können wir nämlich gut rankommen mit dem Ladewagen, beziehungsweise mit dem Teleskoplader. So, was brauchen wir aus unserem... Oh, da sind schon wieder die ersten Eier. Was brauchen wir aus unserem Lager? Also, wir brauchen, glaube ich, einen Quaderballen Heu. Ja, es ist eine Frage der Größe. Einen Quaderballen Silage, einen Rundballen Stroh brauchen wir auf jeden Fall. So, stopp, da ist er schon. Dann, achso, ich glaube, wir müssen die einzeln reinwerfen, sonst kriegen wir da einen Buschen Stress. So, da müssen wir erstmal wieder den Spieß hier nehmen. Irgendwas war, glaube ich, wenn wir dann die ganzen Ballen dahin werfen. So. Eins, war das richtig? Ja. Ja, wie gesagt, hier mit dem Glas, da muss ich immer ein bisschen gucken, weil es da mehrere Einstellungen gibt, um eben auch hier die Fenster zu öffnen und die Türen.
So, dann schnappen wir uns den. Ab in den Futtermischer. Ups. Genau. So, dann schauen wir mal. Oh, das wird jetzt ein bisschen knapp. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes brauchen. Heu, Silage 6000. 612 ist es dann zu viel. Rundballenstroh, Silage 3500. Nehmen wir mal Heu 5000, 4500, 9000, 9000 sind 18. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel da reinpasst. Ist immer so ein bisschen gefährlich. Nehmen wir einen. Ja, weil wir haben da verschiedene Größen im Lager und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Sehen wir es von hier? Ja, ja. So. Ja, noch ein bisschen wieder runter. Ups. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Eigentlich schon wieder zu früh. Okay, ein bisschen runter. Aber jetzt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also, was haben wir denn? Oh, da muss ich die Hilfe einschalten. Was haben wir denn jetzt? Wie viel passt denn in Summe rein? Sehe ich das jetzt hier? In den Silo King. Wie viel war denn das in Summe? 9.543. Ich glaube 22.000. Also dann müssten wir doch ohne Probleme nochmal 9.000 reinwerfen. Schon wieder der falsche Knopf. So viele Knöpfe hier. Dann nehmen wir zwei Silageballen und zwar mit 4.500. Dann müsste das doch... Hallo? Dann müsste das doch klappen, oder? So, Silage 6000, 12.000 ist mir zu viel. Silage 3500. Hatten wir nicht. Dann nehmen wir einen mit 6000. Ja, dann ist er nämlich auch weg. Okay. Dann nehmen wir noch einen mit 3500. Gut. So, dann packen wir die mal aus. Ups. Ups. So, Vorsicht, nur dass er sich den wieder schnappt. Und er hängt aber ganz schön Scheps hier. Komm, schnapp ihn dir, Tiger. Sehr gut. So, dann drehen wir am besten gleich hier, dann geht's einfacher. Wie ich dieses Ballenlager liebe. Also das finde ich richtig super. Vor allem, weil das eben in diese Halle integriert ist. Das hat schon was. Gibt es aber, glaube ich, eben nur als Mod für diese Map. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Wir müssen von der Seite. Zack. Wie sieht es denn aus? Alles im grünen Bereich. Da haben wir aber Glück gehabt. So, dann schmeißen wir doch hier einfach mal Augenblick. Arbeitet der schon? Ja klar, natürlich, jetzt arbeitet er. Und dann bringen wir das zu unseren Tierchen. So. Ja, das ist doch supi. Dann schauen wir mal.
Ja, 50.600, das sieht doch gut aus. Produktivität 100, Milch ist ja, das haben wir ja alles verkauft. Stroh ist noch genügend drin und Gülle gibt es auf jeden Fall auch zum Düngen. So, da sind wir durch. Dann können wir den eigentlich auch hier stehen lassen. Jetzt überlege ich gerade, wie machen wir das am geschicktesten? Ne, den lassen wir auch stehen. Wir schnappen uns die Schaufel, denn, Augenblick, wollte ich erstmal schauen. So, die Hühner brauchen nichts. Da ist genügend Material drin. So, die Schweinchen haben anscheinend Nachwuchs bekommen. Hier Alter 0 Monate und hier geht die Reproduktion wieder los. Also da haben wir die ersten 50 Ferkelchen. Das heißt, wir müssen jetzt ein Auge drauf werfen. Denn logischerweise fressen die jetzt auch mehr und wir brauchen vor allen Dingen Basisfutter und das ist Mais. Und ich glaube nicht, dass uns das bis morgen reicht, beziehungsweise in den nächsten Monat. Deswegen sind wir so frei und werden hier an unserer Einkaufsstation mal eine Kelle Mais nachkaufen, damit wir auf jeden Fall über den Tag kommen. So. Wie viel Mist haben wir denn da drin? Zeigt er uns das an? Mist. 7000 Gülle. 6000, okay. Ja, so ein Teleskoplader am Hof, das ist schon eine gute Sache. So, dann müssen wir hier drunter. Befüllung starten. Und zwar mit... Na komm schon, Mais. 5000, das reicht uns auf jeden Fall. 1400 kostet uns der ganze Spaß. So. Kommt der Teleskoplader gerade mit zurecht, ne, dass er nicht nach vorne kippt. Ups, ach, ist schon wieder falsch. Jedes Mal, wenn man hier das Material wechselt. Die Anbaugeräte, so ist glaube ich richtig. So, und rein damit in der automatische Futtermischung hier für den Schweinestall. Auch eine tolle Mod. Okay. Ist voll. Oh, 7200. Oh, da ist der Balken, aber der hat aber viel, viel Luft, ne? Naja, okay. So. Dann erstmal wieder raus hier. Obwohl, wir können den eigentlich stehen lassen. Heidenei, so. Ups. Motor natürlich aus. Gut, da würde ich doch sagen, dann... Oh, da ist Charlie unterwegs. Charlie, Charlie. Komm, hallo. Na, Charlie. Ja, ja. Er dreht seine Runden und ärgert ein bisschen die Kühe. Okay. Also, soweit ich sehe, haben wir jetzt eigentlich für diesen Monat nichts zu tun. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal in den nächsten und schauen mal, ob wir dann tatsächlich schon in die Maisernte kommen. So, da denke ich, 8 Uhr sollte uns reichen. Dann nehme ich mal kurz einen Schluck. So, Dille. Jetzetle. Mietkosten, Mietkosten, Einnahmen, Gebäude, Mietkosten. Da müssen wir mal schauen, was haben wir denn alles gemietet? Und vor allen Dingen schauen wir mal im Gebraucht. Nee, da ist leider nichts. Ich warte als immer auf einen Warrior. Das wäre doch supi. So, was haben wir denn alles gemietet? Ja klar, natürlich den Streuer und die Mähtechnik. Okay, da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. 49.000 ist Cash. Jetzt schauen wir mal rein, was unsere Tierchen sagen. Gut, Reproduktion 100%. Da können wir dann gleich mal schauen, was da... Ah, da oben geht schon die Wolle. Sehr gut. Dann haben wir die Tierchen. Okay, ah, Basisfutter 6.300. Also knapp 1.200 oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es jetzt genau war, aber etwas mehr als 7.000. Also da kommen wir ja auf jeden Fall über die Runden. Die Hühner kommen auch noch über die Runden. Und den Kühen geht soweit auch gut. Lasst uns mal kurz schauen. Hier... So, der Ballen ist auch noch da, es ist voll und da haben wir doch unsere erste Palette. Und so wie es aussieht, haben wir hier genügend Platz für unsere Wollpaletten. Das gefällt mir gut.
Ja, der ist September und es wird bald regnen, so wie es aussieht. Okay, dann lasst uns noch jetzt mal schauen. Haben wir Glück, dass unser Feld erntereif ist? Leider nicht. Dann sieht es dann wohl doch so aus, dass es erst im nächsten Monat erntereif ist. Ja, unser Maisfeld. Okay, das ist gut, dass wir dann auf jeden Fall bei den Schweinen im Schweinestall genügend Futter reingeworfen haben. Dann kommen wir auf jeden Fall da über den Monat auch rüber. Gut, also den Tieren geht es soweit gut. Wir können leider, so wie es aussieht, noch nicht ernten. Weder Soja logischerweise. Soja. Ach, wir sind noch gar nicht so weit. Da habe ich mich jetzt geirrt. Okay, Oktober, November sind wir erst bei Mais und Soja. Aber wir könnten jetzt noch ein bisschen Weizen oder Gerste ansehen. Das wäre noch eine Option. Das wollte ich ja auf jeden Fall machen. Lass mich noch mal ganz kurz überlegen. Wir haben uns gedacht, dass wir hier Kartoffeln draufpacken. Und hier werden wir, denke ich, Sonnenblumen machen. Aber... Es würde sich aber auch anbieten, hier die Sonnenblumen zu machen, weil wir, wenn wir hier Gerste und Weizen draufpacken, wir das Stroh nicht so weit transportieren müssten. Also, dann schlage ich doch vor, oder haben wir sonst noch? Wir könnten jetzt Weizen, Gerste machen, wir könnten aber auch mal im nächsten Jahr Hafer, Sorghumhirse. Na, im Prinzip ist der Kopf wie gesprungen. Weizen und Gerste. Ja, lasst uns doch einfach jetzt nochmal hier Gerste. Wie viel haben wir denn? Gerste haben wir 15.600. Also Weizen haben wir eigentlich mehr als genug. Okay. Ach, wir könnten natürlich auch wieder Ackergras machen. Haben wir eigentlich noch Ackergras für unsere Hühner? Mistgülle? Ackergras, 38.000. Das heißt, wir haben eigentlich auch genügend für unsere Hühner zum Verfüttern. Nee, dann machen wir klassisch, würde ich doch sagen, Gerste. Sehr schön, okay. Springen wir dazu in unseren Fendt. Weil ich denke, dass ja die Sämaschine gar nicht so viel braucht. Dann lasst uns hier noch ein bisschen ansehen. Das kann auch nicht schaden. Sonnenblumen und dann haben wir... Ja gut, wir können natürlich dann auch da hinten Sonnenblumen, hier vorne dann ein schönes großes Maisfeld machen nächstes Jahr. Das wäre auch eine Option. Weil was machen wir dann mit dem Feld, wenn wir es abgeerntet haben? Sorry, lasst uns noch mal kurz reinschauen. Ja, weil wenn der Mais doch nächstes Jahr geerntet wird und die Soja, dann haben wir zwei Felder, wo wir auf jeden Fall auch noch mal Weizen machen könnten. Und dann können wir nämlich auf dem großen Feld, auf der 8, könnten wir dann Mais aussehen im... Okay, im März. Nee, im April. Dann könnten wir sogar spaßeshalber vielleicht schon ins Häckseln gehen. So. Ja, der Optionen gibt es reichlich. Aber wir werden jetzt hier erstmal direkt loslegen. Mit einem Vorgewende. Und wir machen... So, da haben wir es. Gerste. Weil wenn wir dann hier das Stroh holen, dann müssen wir nicht ganz so weit fahren. So, und Stroh haben wir ja eigentlich auch jede Menge, wenn ich richtig weiß. Lass mich da nochmal ganz kurz reinschauen. Wenn ich nämlich richtig weiß, haben wir noch Stroh? Okay, ich würde sagen, dass wir dieses Stroh jetzt erstmal aufheben, weil noch mehr Silage brauchen wir eigentlich nicht. Die Grassilage schalten wir jetzt auch erstmal aus. Dann haben wir nämlich 5017. Was bringt uns das später, wenn wir die Silage verkaufen? 500.000. Okay. Ja, da können wir uns einen Augenblick, wir schauen mal hier, 340. 34.000. Ja, da kommen auch nochmal 150 zusammen, wenn ich das richtig rechne, oder?
So. Ja, 517.000. Oh je, da kommt noch ordentlich was zusammen. Das ist gut, aber das müssen wir auch transportieren. So. Dann mal los hier. Da bin ich aber ein bisschen knapp hier am Feldrand lang, so wie es aussieht. So, morgen um 8 gehen wir nochmal raus aufs Feld und bringen hier entsprechend die Gerste aus. Ups, Vorsicht, Baum. So, dann haben wir, glaube ich, genügend Vorgewände. Sehr schön. Also, unsere Schweinchen produzieren Ferkel, unsere Schafe produzieren Wolle. Das läuft. Was eigentlich, ja, aber ich glaube, da tut sich noch nichts, aber da können wir noch schnell schauen, wie es sich eigentlich um die Bienchen handelt. Aber ich glaube, da dürfte ja noch nichts passiert sein, denn Raps ist ja noch nicht draußen. So. Aber wir könnten da auch trotzdem mal kurz schauen. So, dann lassen wir hier mal den Helfer arbeiten. Sehr gut. Dum-di-dum-di-dum. Tut sich da was? Wow, tatsächlich. Da ist jetzt auch schon die erste Honigpalette. Supi. Okay, damit würde ich doch sagen, mit diesen Erfolgserlebnissen lassen wir es für heute wieder mal gut sein für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass es euch wieder ein bisschen Spaß gemacht hier bei uns auf der wunderschönen Alpenmap. Hier Neu-Mini-Brunn. Wie gesagt, jetzt auch mit Schafen und Bienen, Hühner, Schweine und Kühe. Alles ist jetzt mittlerweile hier am Start. Wir sind hier noch ein bisschen am Aussehen und das wird auf jeden Fall ein spannender Winter, wenn wir jede Menge Sachen verkaufen und dann nochmal richtig hier in die Forstwirtschaft reingehen. So, ich sage Dankeschön und würde mich freuen, wenn ihr natürlich zur nächsten Folge wieder einschaltet. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis dann, euer Baden-Farmer.